Willkommen zurück. Alle paar Jahre kommt es mal vor, dass so eine Knarre wieder mal ihren Dienst verweigert. Und zwar habe ich die schon mal des Öfteren repariert, nicht diese, auch andere. Aber bei dieser ist es auch fast soweit. Die ist sehr, sehr hart und sie schaltet sich sehr schlecht um. Und deswegen wollte ich noch mal hier reinschauen und eventuell mal ein paar Sachen überholen, falls möglich. Ansonsten kriegt man seine Knarre ja für kleines Geld, aber die richtig guten Knarren brauchen auch schon mal ein bisschen Pflege. Und deswegen dachte ich, wir schauen einfach mal in so eine Knarre hinein. Am besten spanne ich sie jetzt dazu einfach mal in den Schraubstock ein, denn dann hat man mehr Gewalt, auch zwei Hände frei, und das macht schon mal einen entscheidenden Vorteil. In der Regel sind hier irgendwelche Spannringe dabei, hier so ein Federring oder was ist das hier? Ja, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Sprengring würde ich mal sagen, der also praktisch die Ratsche in dieser Position hält. Und dann muss man versuchen, hier auseinander zu kriegen. Hier kann man also sehen, hier, ups, gibt sich also hier oben ein Platz frei, wo man reinpacken kann. Vorsicht, der kann auch gut mal eben wegspringen und dann weiß man nicht mehr, wo er gelandet ist. Ja, der ist mehrfach rumgewickelt, das ist ein sehr ungewöhnlicher Sprengring. Den habe ich so auch noch nicht gesehen. Der ist mehrfach in die Nut gewickelt. So, jawohl, und der Rest liegt auf dem Boden. Genau genommen ist das kein großes Hexenwerk. Hier ist also eine Innenverzahnung. Und je nachdem, wie die Qualität dieser Ratsche ist, ist alles irgendwo aus einem besonderen Stahl gefertigt, beziehungsweise verzinkt, verchromt oder vielleicht auch aus einem chromhaltigen Material. Deswegen gibt es sehr, sehr viele Unterschiede, die man sehen kann, wenn man die Ratsche aufmacht. Und zwar gibt es die eine Sorte, die also total verrostet ist. Und hier in diesem Fall scheint das eine gute zu sein. Die habe ich auch schon sicher 30 Jahre, aber die ist komplett trocken und die lässt sich hier schon kaum bewegen. Da ist dieses kleine Zahnsegment, was sich hin und her bewegt. So, und das wird also durch eine kleine Welle gehalten, die hier oben durchläuft. Und wenn man mal hier unten rein sieht, ich will hoffen, man kann das irgendwo sehen, dann ist hier genau in der Mitte eine kleine Kugel, die also immer wieder dieses Einklicken ermöglicht. Die ist auf der anderen Seite von diesem Zahnsegment und die ermöglicht also, dass das immer wieder in dieser Position gehalten wird. So, das heißt also links rum, rechts rum, entweder das eine Zahnsegment oder das andere Zahnsegment greift hier in diese Innenverzahnung ein. Und hier in diesem Fall ist die Pflege mal kein so großes Problem, indem man einfach hergeht und es, wenn es denn verschmutzt ist, sauber macht. Aber diese hier ist weitestgehend ohne Verschmutzung. Ich gehe da jetzt mal mit Bremsenreiniger durch und blase das ein bisschen aus und dann gebe ich da mal ordentlich eine Portion Fett rein und dann wird die wieder funktionieren. Denn die einzelnen Zähne sind wirklich noch in gutem Zustand. Da ist auch, ich sag mal, keine große Beschädigung zu sehen. Und deswegen ist das sicherlich auch noch viele Jahre einsetzbar. Oh, hier gehe ich also nur ein bisschen durch und um einfach auch mal den Schmutz rauszukriegen. Und dann war es das schon. Also bei anderen Knarren habe ich gesehen, dass die also auch schon mal in Fett eingesetzt wurden. Und dann war das Fett natürlich total verdreckt und je nachdem, wie sie gelagert werden, ob sie halt eben vielleicht auch schon mal im Regen gelegen haben, dann kann es natürlich sein, dass das immer alles auch anfängt zu rosten da drin. Aber hier in diesem Fall
ist das mal, glaube ich, eine einfache Mimik. Aber die geht halt eben sehr, sehr schwer. Und ich glaube mal hier, dass ein paar Tropfen Öl bzw. ein Fett über dauerhaft eingebracht dann auch sicherlich gute Dienste tun wird. So, hier in das Zahnsegment gebe ich auch mal ein bisschen von diesem Fett und auch hier in die Mimik rein. Das baue ich gar nicht auseinander, weil das gar nicht so sehr verschmutzt ist. Und hier in diesem Fall scheint das auch so, dass das verpresst ist. Und da mache ich mir die Mühe gar nicht, das ist auseinanderzubauen, denn ich denke mal, ein paar Spritzer von dem Fett darüber werden schon ihre Wirkung erzielen. Hoffe ich mal zumindest. Oder es geht gar nicht mehr. Kann natürlich sein. Hätte ich es besser mal trocken gelassen. Nee, wirklich. Man muss einfach mal ein bisschen was drauf machen. Und das mal einwirkt hier. Dann passt das schon. Ja, das hört sich schon ganz anders an. Das ist so ein Haftfett hier, was ich gekauft habe. Das benutze ich normalerweise für die Kette des Motorrads, weil das nicht so eine große Sauerei am Hinterrad ergibt und auch im gesamten Bereich, wo die Kette läuft, haben wir lange nicht so eine große Fettansammlung nach einer gewissen Zeit. Und die neuen Fette, die man hier zur Verfügung hat, sind da wesentlich günstiger und besser. Es klingt schon ganz anders, es ist viel lauter und es rastet wahrscheinlich viel tiefer in dieses Zahnsegment ein, sodass sie also am Ende auch präziser laufen würde. Das ist jetzt eine ganz fein verzahnte Knarre. Es gibt natürlich auch grobe, das sieht man an dem äußeren Zahnsegment. Und die kann man also wirklich gut brauchen, wenn man also in ganz engen Räumen arbeiten muss. Die habe ich oft verwendet, nur um allein eine Zündkerzenknarre zu betreiben, weil da, wenn man die Kerzen rausdrehen will, hat man sowieso kaum Platz. Und da ist so eine fein verzahnte Knarre oftmals sehr günstig. Jetzt versuche ich also diese Feder wieder hier reinzubekommen. Da muss irgendwo mal ein Anfang sein, denke ich. So, und dann mit ein bisschen Glück kriege ich das auch wieder da rein. Natürlich die Kamera total im Weg, aber irgendwie wird es schon gehen. Kleine Reparatur, große Wirkung, denn die hört ja also schon ganz anders an. Und ich gehe mal davon aus, dass sie nochmal 30 Jahre hält. Auch wenn sie nicht so aussieht, aber das geht auf jeden Fall besser. Hier in dieses Zahnsegment oder was auch immer das ist, mache ich auch noch ein bisschen Fett. Kann nicht schaden. Oh, das hört sich auch geschmeidiger an. Ja, das war's jetzt. Guck mal hier, was hier für ein Suppe rauskommt. Dann spüle ich das nochmal durch. Also hat sich das schon ein bisschen gelohnt.
Man kann auch hergehen, so eine Knarre von außen mal pflegen, zwischendurch mal eben ein bisschen dünnflüssiges Öl rein. Und zwar hier in diesen äußeren Rand, der ist meist durchlässig, dass man hier direkt in dieses Zahnsegment schauen kann. Und wenn da mal ein bisschen Öl drauf kommt oder was man da so hat, sollte auf jeden Fall dünnflüssig sein. Dann kann das auch mal eine auftretende Blockade verhindern bzw. lösen. Ja, hört sich gut an, ist auch, glaube ich, gut. Als nächstes habe ich hier eine Knarre, die hat es ein bisschen übler erwischt. Und zwar war die auch schon, soweit ich mich erinnern kann, sehr, sehr oft im absoluten Härteeinsatz. Darüber hinaus haben wir hier eine Schraube verloren. Und hier die ist auch lose. Ich hatte die schon mal auf, daran kann ich mich irgendwie erinnern, auch schon Jahre her. Aber trotz alledem schaue ich mal eben da rein. Bin mir gar nicht mehr bewusst, wie die funktioniert, aber ich gehe mal davon aus, dass wir das herausfinden. Ah ja, mit dieser Schraube wird also der Deckel hier unten drunter gehalten. Hier sieht man also das glatte Gegenteil von dem, was wir eben hatten. Die hier ist total vermockt und verdreckt von innen. Da mag altes Fett drin sein oder diverses Zeug, was da im Laufe der Zeit sich angesammelt hat, Staub und Dreck und sowas. Und da sieht es natürlich schon völlig anders aus. Wie gesagt, die habe ich auch schon sehr, sehr lange. Ich stelle mal gerade das Licht noch ein bisschen anders. Die habe ich auch schon sehr, sehr lange. Und die hat auch schon wirklich ganz viel geleistet. Trotz alledem sieht das Zahnsegment noch wirklich gut aus. Und da ist kaum irgendein Verschleiß zu erkennen. Also scheint das auch eine gute zu sein. Ich lege das mal zur Seite. Und da haben wir hier den Mechanismus hier mit dem Zahnsegment. Man muss hier auch immer aufpassen, da kann einem auch gut und gerne mal eben eine kleine Feder entgegenspringen. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wie ist das zugemacht? Das ist genietet hier oben. Dann habe ich wahrscheinlich nur die Möglichkeit, das hier mal zu reinigen und dann mal ordentlich Fett dabei zu geben. Dann wird das wahrscheinlich schon erheblich besser gehen. Also hier kann man schon sehen, hier sind sehr, sehr viele Ablagerungen drin, Verschmutzungen. Die kann man schon praktisch mit den Fingern rausputzen. Und natürlich ein Rostgemisch. Naja, ich gucke mal, was ich hier machen kann. Ich wasche das mal aus. Und dann sieht es bestimmt schon besser aus. Also auch die ist sehr, sehr schwergängig hier unten in der Umstellung. Und das Zahnsegment, wenn das jetzt hier mal richtig eingepackt ist mit dem Deckelchen, der hier oben drauf ist, hier kann man es auch sehen. Ja, wenn da so viel alter Mock drin hängt, dann muss man sich nicht wundern, wenn sich das nicht mehr vernünftig bewegen lässt. Und da gucke ich jetzt mal bei. Also das muss auch schon viele Jahre her sein, dass ich die mal offen hatte. Nur die Funktionsweise mit den Schrauben auf der Rückseite, das kam mir sehr bekannt vor. Aber wie gesagt, das muss auch schon viele Jahre her sein. Hier gehe ich auch einfach her und sprühe mal hier ordentlich da durch. Der meiste Dreck wird sich sicherlich schon von alleine lösen. Darüber hinaus gehe ich mal hier mit dem Pinsel durch. Da kann ich sicher schon einiges erreichen. Und wenn ich aber durchgespült habe, dann sieht es bestimmt schon besser aus. Wie gesagt, den Mechanismus, den baue ich hier nicht auseinander. Da ist eine Niete auf der anderen Seite. Und das ist es mir nicht wert, da die Niete auch noch zu lösen und was weiß ich nicht alles, wenn ich hier auf der anderen Seite so gut dran komme. Jetzt nehme ich mal mein altes Gurkenglas. Dann kann ich die scheinbar hier doch eine größere Menge
Rampenreiniger verwendet wird. Da kann ich das für schmutzige Dinge zu reinigen nochmal verwenden. Wenn ich das in diesem Gurkenglas auffange, muss mal reichen. So, auch hier kann man sehen, unten in der Mitte, da ist ein Kügelchen drin. Wahrscheinlich ist hier irgendwo auch noch eine Bohrung mit einer Feder, die also die Kugel immer nach oben drückt. Und dann ist also das Zahnsegment immer durch die Kugel fixiert. Das ist also die Funktionsweise, die wir bei der ersten Knarre auch schon hatten. Die haben es halt eben hier nur anders gelöst. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, welche die ältere von beiden ist. Aber auch beide sind bei mir schon sehr lange im Einsatz. Jetzt gebe ich hier auch mal ein bisschen Fett drauf. Den Deckel muss ich auch noch reinigen hier. Wie gesagt, die war auch im Härteeinsatz und deswegen glaube ich mal, dass sie also auch vom Verschleiß her sehr mehr in Mitleidenschaft gezogen wurde im Laufe der Jahre. Dieses, ja, hier kann man eigentlich nichts dran machen, das ist wahrscheinlich irgendwie auch sogar ein Stück. Das könnte man ohne weiteres in einem Stück fertigen. Ja, hier ist die Kugel drin, die kann man auch vielleicht mal ein bisschen nachfetten, aber hier kann man sonst nichts machen, indem ich das einfach mal ein bisschen reindrücke, dann läuft das Fett auch hinterher. Dass die Nuss wieder ordentlich gehalten wird und dann kommt das einfach wieder hier rein und mit Fett eingesetzt läuft das Ding wieder ein paar Jahre. Also wenn man so eine Knarre mal offen hatte und gereinigt hatte, dann hört die sich auch ganz anders an. Viel kräftiger. So, wenn es zu viel ist, dann läuft es wieder raus. Das ist das ganze Spiel. Also in wenigen Minuten hat man sich hier so einen treuen Partner wieder ins Leben zurückgeholt. Jetzt habe ich mir hier nur leider eine Schraube verloren, aber ich will mal gucken, ob ich noch eine andere habe. Solche 3 mm Schräubchen, wie das wahrscheinlich ist, oder 4 mm, ich weiß nicht genau. Habe ich vielleicht in meiner Schatulle. Ja, da habe ich noch eine, die hat allerdings einen flachen Kopf, aber immerhin die immer noch besser die als keine.
Ja, jetzt wo der Dreck mal raus ist, lässt sie sich auch wieder richtig gut bewegen. Ja Leute, ein bisschen Werkzeugpflege. Man muss nicht immer neu kaufen, sondern es geht auch schon mal gut, wenn man das eine oder andere mal aufmacht. Und wahrscheinlich ist hier in vielen anderen Werkzeugen auch, die man so hat, wahrscheinlich schon das Fett alt geworden. Und es muss mal ausgewaschen werden. Das war's. Sie hat wieder einen Einsatz verdient. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Und ihr wart dabei.